Der Ortovox Thread 24S. Die Ortovox Thread-Reihe ist bekannt dafür, dass sie als Kletterrucksack optimal sein soll. Ob das so ist und was der Ortovox Thread 24 für dich bietet, das zeigen wir dir in diesem Video. Der Ortovox Thread 24 hat alles weggelassen, was man für den Kletter- und Bergsport nicht braucht. Dabei fallen sehr, sehr viele Dinge weg, die entsprechend Gewicht weglassen, was eigentlich auch der Sinn dieses Rucksacks ist. Komfort wird nicht so groß geschrieben wie Effektivität und Effizienz. Jeder Gramm soll wirklich sinnvoll genutzt sein. Inklusive der Rückenplatte kommt der Ortovox Thread 24 in der S-Version nur mit 810 Gramm aus. Ohne der Rückenplatte ist er sogar nur bei um die 600 Gramm. Doch was macht den Ortovox Thread 24 denn eigentlich aus? Das Deckelfach ist etwas anders aufgebaut, als es bei Rucksäcken mit einem normalen Deckel der Fall wäre. Denn wenn man den Rucksack einmal öffnet, sieht man, dass der Deckel mit dem Hauptfach verbunden ist. Das bedeutet, dass die komplette Konstruktion des Hauptfachs hier oben vernäht wurde und somit der Deckel nicht abnehmbar ist, so wie es zum Beispiel beim Ortovox Peak Light der Fall wäre. Trotzdem hat der Deckel des Ortovox hier ein Deckelfach und das fällt sogar ziemlich großzügig aus. Obwohl es eigentlich mehr nur eine Abdeckung für das Hauptfach ist, stellt sich heraus, dass ziemlich viel da reinpasst. Handy, Geldbörse, Schlüssel, alles Mögliche, was wichtig ist, passt da auch rein. Zum Beispiel Verbandsmaterial, an das man möglichst schnell drankommen muss. Das ist ziemlich cool und ziemlich praktisch gelöst. Wenn man sich das Rückenplattensystem anschaut, dann sieht man hier eine relativ schlichte Konstruktion, die nicht zu vergleichen ist mit Airzone-Systemen oder dem Swiss-Wool-Prinzip des Ortovox Peak Light zum Beispiel. Hier trifft man auf ein ganz normales Futter, das nicht wirklich atmungsaktiv ist und auch nicht gut belüftet. Wer bei 30, 35 Grad unterwegs ist oder an einer südseitigen Wand klettert, der wird merken, dass der Rücken ziemlich nass wird und man kann es auch nicht verhindern. Viel Schwitzer werden also mit diesem Rucksack definitiv nicht weniger schwitzen als sonst. Der Komfort leidet natürlich unter dem geringen Gewicht. Das merkt man zum Beispiel auch an den Schulterpolstern. Die Schulterpolster fallen nicht unbedingt komfortabel aus, es ist eine minimale Polsterung. Das bedeutet, hier hat man eben wieder auf Komfort verzichtet. Weil fürs Fels bzw. das Alpinklettern im Allgemeinen alles, was draußen am Rucksack dranhängt, nur stört, hat man beim Ortovox Thread 24 auch gänzlich auf Trinkflaschenfächer verzichtet, wie es zum Beispiel bei den Trekking-Rucksäcken bei Ortovox noch der Fall ist. Stattdessen setzt man hier wieder auf ein Trinkblasensystem, wobei die Trinkblase hier über der Aufhängungsschlaufe rausführt und dann eben ganz normal, wie man es kennt, an der Schulterpolsterung hier befestigt werden kann. Die Rückenplatte selber kann in klassischer Ortovox-Manier über ein Reißverschlusssystem hier im Inneren des Rucksacks entfernt werden. Reißverschluss öffnen, über die Rückenplatte drüber stülpen und dann kann man die Rückenplatte komplett rausziehen und der Rucksack lässt sich sehr klein komprimieren und ist insgesamt auch nochmal um fast 200 Gramm leichter. Was beim Ortovox Thread 24 sofort auffällt, sind im Vergleich zu allen anderen Rucksäcken, die man als Kletterrucksäcke kennt, diese Materialschlaufen hier vorne. Tatsächlich kann man an denen eigentlich alles dran befestigen, was nicht mehr in den Rucksack reinpasst. Ob das so praktikabel ist, darüber reden wir gleich noch. Aber grundsätzlich sei gesagt, dass man hier an den verschiedenen Materialschlaufen eigentlich alles befestigen kann. Das sind robust vernähte Schlaufen, an die man definitiv auch den ein oder anderen Kilo, Expressen, Schuhe, Helm, alles Mögliche dranhängen kann. Stichwort Helm. Helmnetz ist prinzipiell bei ihm keines dabei, aber er bietet 4 Kordelzüge als Materialschlaufen, die dazu dienen, dass man auch ein Helmnetz einhängen könnte. Beziehungsweise lässt sich der Helm direkt mit verschiedenen Techniken, indem man ihn zum Beispiel direkt einfädelt, daran befestigen oder man findet immer eine Lösung. Grundsätzlich finde ich es gut, dass Ortovox diese 4 dynamischen Materialschlaufen befestigt hat, ohne ihnen einen gewissen Verwendungszweck zuzuweisen. Bei anderen Rucksäcken ist es klar, da muss das Helmnetz rein etc., aber dadurch, dass diese Kordelzüge sehr individuell verstellbar sind und auch flexibel, kann ich damit sehr, sehr viel anfangen. Was die Beladung des Rucksacks betrifft, da setzt Ortovox auf die klassische Front- und Toploader-Methode. Frontloader in dem Sinne, dass ich ihn einmal zu 50% von vorne öffnen kann und somit einen direkten Eingriff in die
unteren Teile und auch in die mittleren Teile des Rucksacks habe. Und trotzdem habe ich die klassische Toploader-Funktion. Wenngleich diese Methode mit dem Deckel, dass der Deckel hier quasi im Hauptfach integriert ist, nicht ideal gelöst ist, beziehungsweise es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das Trinkblasensystem hat hier im Rucksackinneren ebenfalls wie üblich eine Befestigungsschlaufe und innen gibt es, obwohl er eigentlich ein dedizierter Kletterrucksack ist, nochmal Fächer für Notfallausrüstung wie zum Beispiel Sonden oder Lawinenschaufel. Außerdem finden wir am Rand bzw. an der Seite des Rucksacks noch Befestigungsmöglichkeiten für Ski oder ähnliches. Das bedeutet, der Rucksack kann grundsätzlich sehr individuell eingesetzt werden und zum Beispiel auf Tagesskitouren findet er ebenfalls so seine Anwendung wie auf klassischen Bergtouren, da er mit 24 Litern genug Platz bietet für Trinken, Essen, Regenjacke und Co. und trotzdem nicht zu viel, dass man eigentlich zu 50% einen leeren Rucksack mit sich führt. Diese ganzen technischen Details, die kann man sich theoretisch auch im Internet anschauen. Doch was ist denn jetzt eigentlich mit den Fakten, mit der Realität? Was passt in einen 24 Liter Rucksack rein? Ist er fürs Alpinklettern wirklich so geeignet, wie Orthovox angibt? Deswegen werde ich ihn jetzt mit einer klassischen Mehrseillängenausrüstung befüllen und wir werden schauen, was wo reinpasst und was wo seine Anwendung findet. Hier in der Hand halte ich nun das klassische Mehrseillängen-Set, das man in Österreich so gebräuchlicherweise braucht. Nicht unbedingt für Treadrouten, wo dann noch sehr viele Friends dazukommen und zusätzliche Keile, aber so das, womit man durch die meisten Mehrseillängen in Österreich, die mit Bohrhaken abgesichert sind, durchkommt. Dazu zählen Bandschlingen, Rebschnüre, einige Materialkarabiner, ganz viele Expressschlingen, Tuber und so weiter und so fort. Die alle packe ich jetzt mal in den Rucksack und dann schauen wir, wie voll er ist. Die technische Ausrüstung ist jetzt drinnen und ich muss sagen, im Rucksack ist noch einiges am Platz. Aber es fehlt ja auch noch ein bisschen was. Gurt, Schuhe, Chalk, Chalkbag und so weiter. Jetzt kommt noch eine Weste für kühle Momente und die Zeit am Standplatz rein. Und jetzt bleibt eigentlich noch der Helm. Und der Helm ist eigentlich so eine Geschmackssache. Ich trage ihn persönlich gerne außerhalb vom Rucksack, weil der Helm ja doch deutlich mehr Platz braucht als alles andere. Dafür, dass er relativ wenig Gewicht hat und er kann dank der Kinnbefestigung bzw. der Kinnfixierung relativ gut am Rucksack befestigt werden. Durch die individuellen Kordelzüge am Orthovox Tread 24 können wir hier auch sehr komfortabel ein Helmnetz einhängen oder wir improvisieren und befestigen ihn mittels der Schlaufen vom Helm irgendwo an den Rucksack dran. Außerdem kann man die Schlaufen für die Skibefestigung ebenso nutzen, um den Helm am Rucksack zu fixieren. Der Rucksack ist jetzt per se nicht voll, aber leer ist er eben auch nicht. Wenn ich jetzt den Deckel zumache, dann muss ich ihn nicht auf der höchsten Schlaufe fixieren. Übrigens, coole Fixierung Orthovox mit einem Aluhaken, sehr schön gemacht. Sondern ich kann ihn tatsächlich noch etwas enger machen. Damit habe ich jetzt trotzdem schon einen sehr gut gefüllten Rucksack. Er ist noch komfortabel vom Gewicht her und das ist das Schöne am 24 Liter Prinzip. Bei einem 36 Liter oder gar 40 Liter Rucksack ist dann so viel Gewicht drin, weil ich auch so viel reinpacke, dass ich ihn in der Regel nicht mehr zum Klettern verwenden möchte. Dieser Rucksack limitiert mich in meiner Auswahl und den Möglichkeiten, was ich mitnehme und beschränkt mich auf das Notwendigste. Das führt dazu, dass mein Rucksack immer relativ leicht bleibt. Deswegen finde ich die Größe von 24 Litern einfach angenehm. Die S-Größe kann ich übrigens jedem empfehlen, der nicht sehr groß gewachsen ist. Also alle Leute unter 1,75 sollten sich die S-Varianten von Orthovox anschauen. Sie sind nicht nur etwas kleiner, sondern sie sind vor allen Dingen mit dem kürzeren Rücken bzw. mit der kürzeren Rückenplatte ausgestattet, was dazu führt, dass der Rucksack nach oben hin nicht so weit wegsteht. Beim Bergsteigen stört mich das persönlich nicht wirklich, aber beim Klettern doch, weil immer wenn ich raufschaue, und das macht man ja beim Klettern öfter mal, dann stört er dann doch ziemlich, gerade wenn man den Helm auf hat. Deswegen, coole Lösung mit der S-Variante für alle, die etwas kleiner sind. Das heißt, ja, man bringt die gesamte Ausrüstung für Mehrseillängen in diesen Rucksack, sofern der Partner eben einen gleichwertigen Rucksack mit dabei hat und sein ganzes Zeug in seinen eigenen Rucksack bringt. Auch ein Seil kann man mit den Skibefestigungen, Seilbefestigungen
ganz einfach fixieren. Es ist leider nicht so schön gelöst wie bei Rucksäcken mit einer echten Deckelkonstruktion, sodass ich das Seil richtig unter dem Deckel verstecken kann, sondern es liegt hier auf und formt sich etwas nach vor, dadurch, dass ich es mit diesem verbundenen Deckel wieder so ein bisschen nach vor schiebt, das Seil. Aber im Prinzip hält es trotzdem und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Hüftgurt. Ich weiß, beim Mehrseillängenkletterern ist das ein Thema. Ich persönlich hasse einen Hüftgurt beim Mehrseillängenklettern, weil ich habe einen Hüftgurt fürs Klettern und ich brauche dann nicht noch einen Gurt mit dem Rucksack. In der Regel habe ich das ganze schwere Material auch schon an mir dran und nicht mehr im Rucksack drinnen, wodurch sich diese Lastverteilung auf die Hüfte, die macht letztlich dann im Einsatz überhaupt keinen Sinn mehr. Es gibt Rucksäcke von Saleva, die bieten es an, dass man den Hüftgurt komplett aus dem Rucksack entfernt. Ich hätte mir das hier auch gewünscht. In diesem Fall hat man es so gelöst, dass man einen abgespeckten Hüftgurt ohne Polsterung hat, aber notwendig wäre der erstens mal nicht gewesen, beziehungsweise ist er natürlich komfortabel für den Zustieg, aber trotzdem hätte man ihn so konstruieren können, dass man ihn dann letztlich auch entfernen kann. Außerdem sei noch erwähnt, dass der Orthovox Tread 24 Kleinigkeiten eingebaut hat, die ganz nett sind, zum Beispiel das Reco-Ortungssystem bzw. auch eine Signalpfeife und eine Notfallkarte. Dinge, die nichts wiegen, aber im Ernstfall trotzdem was bringen können. Außerdem hat er auch einen Brustgurt, an dem die Signalpfeife befestigt ist und dieser Brustgurt kann in seiner Höhe auch verschoben werden, was natürlich für Frauen ganz praktisch ist, wenn er zum Beispiel zu tief oder zu hoch sitzt, dass er dann entsprechend komfortabel getragen werden kann. Was ist jetzt nun mein Fazit zum Orthovox Tread 24S? Die Größe stimmt. Selbst für mich als jemanden, der 1,80 groß ist, finde ich die Größe genial. Trotzdem hat der Orthovox Tread hier ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich unzufrieden bin. Dazu zählt zum Beispiel das Deckelfach, beziehungsweise der Deckel selbst, der nicht richtig gut konstruiert wurde und mit diesem Hybridsystem, der einerseits nur als Abdeckung für das Hauptfach, aber andererseits als richtiger Deckel funktionieren möchte, irgendwie nicht ganz ausgereift ist. Zum anderen finde ich den Hüftgurt störend beim Klettern, vor allen Dingen, wenn das wirklich etwas schwierigere Projekte sind, wo ich dann auch mal schnell an die Materialschlaufen meines Gurts kommen muss und dann nicht erst schauen möchte, ob ich nicht zuerst noch den Hüftgurt vom Rucksack irgendwo verschieben muss oder ob ich dran komme oder ob ich irgendwo hängen bleibe. Das sind Sachen, die stören und die nerven. Er ist relativ schmal, was ihn sehr interessant macht für Riss- bzw. Verschneidungskletterei, Kaminkletterei. Er stört dadurch nicht sehr auffallend beim Klettern und kann somit auch in schwierigere Touren mitgenommen werden. Grundsätzlich bin ich aber ein Fan vom Rucksack, weil ich muss sagen, es gibt am Markt aktuell keine Konkurrenz, bei der ich sage, dass ich die Features, die ich hier habe, also Frontloader, vernünftiges, großes Deckelfach, eine schöne, angenehme Konstruktion, sehr leichte Bauweise plus eine entfernbare Rückenplatte, alles das habe ich da drinnen und bei vielen anderen Rucksäcken fehlen diese Dinge, die aber meiner Meinung nach für einen Kletterrucksack rudimentär sind. Deswegen große Empfehlung für diesen Rucksack, nicht nur an Kletterer, sondern auch an alle, die vielleicht schnelle Hikes, schnelle Wanderungen irgendwo in den Bergen machen wollen, Tagestouren machen wollen, die mit weniger Material auskommen, die da oben nicht Kocher und Co. auspacken, sondern einfach nur trinken, einen Snack, eine Regenjacke, vielleicht noch was Warmes zum Anziehen mit haben. Das passt da alles locker rein und dann ist es ein genialer Rucksack auch für klassische Tagestouren beim Bergsteigen. Außerdem lässt der Tread 24 bzw. die gesamte Tread-Reihe sehr viel Spielraum für eigene Interpretation, wie man den Rucksack verwendet. Durch die vielen Materialschlaufen und durch das Kordelzugsystem, das an allen vier Ecken des Rucksacks, der Rucksackfront befestigt ist, lässt der Rucksack zu, dass man viel Material dran befestigt, was nicht mehr in den Rucksack reinpasst. Einziger Nachteil ist, dass er dadurch nicht mehr so kompakt ist und ich finde, genau das ist seine Stärke, denn er ist jetzt voll beladen und trotzdem, er fällt fast nicht auf und das liebe ich an diesem Rucksack. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht jetzt auch einen Orthovox Tread 24S euch zulegen wollt fürs Bergsteigen, aber vielleicht auch fürs Alpinklettern, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Alpenacademy abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr einen anderen Rucksack fürs Klettern oder fürs Bergsteigen verwendet, dann schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr so verwendet. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und am Freitag gibt es wieder einen coolen Tourguide und nächsten Dienstag geht es dann wieder mit einem Ausrüstungsvideo weiter. Bis zum nächsten Mal, Bergheil!